ein schönes Ding. Ich stimme meinen Pegel wieder nach oben. Jo, mach das, mach das. Das heißt, gleich werden wir die Ohren explodieren. Nö. Oh lol, eigentlich. Oh, Bombenzone. Lass weiter rennen. Oh ja. Hast nicht. Ach ja, ich tanze auch total gern dazu. Also gerade so Cha-Cha geht ja für die meisten von den Liedern. Oder auch, ich weiß gerade gar nicht. Oder ist es. Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe gerade keine Kopfkapazität, um mal im Kopf zu überlegen, was genau für Tanzrhythmen das sind. Ah, shit. In welche Richtung müssen wir rennen, damit wir aus dieser scheiß Bombenzone rauskommen? Ah, okay, wir sind ja eigentlich ganz okay. Lass aber mal ans Wasser gehen und schauen, ob da ein Boot ist. Ich schaue derweil nach hinten, ob da ein Mensch ist. Wir sollten nicht so nah beieinander rennen. Ja. Oh shit, 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 shit! Fall da nicht runter. Ja, da ist Klippe gewesen. Bist du auch runtergefallen? Ja, habe aber nicht so viel Schaden wie du bekommen. Ja, du hast gar keinen Schaden bekommen. Du Schwein. Doch. Oh ja, das itzi bitzi schische Papa. Ist auch Schaden. Ja, ja. Auch Schaden, sagt er. Kann dir gleich auch Schaden machen, ey. Oh Mann, hier ist kein Boot. Und die Zone wandert. Aber wir sind auch. Ja, wir können eigentlich schwimmen. Weil da vorne ist ein Boot. Sollen wir? Auf geht's. Genau, die Hoffnung ist natürlich auch, dass dann keiner uns hier entdeckt. Nix hier, Askir. Ohne dich geht richtig Party wie Schein. Weil Pursch, Beste. Beste, Beste, ey. So, warte, was ist das denn? Ist das, vielleicht ist das auch, das ist nicht Cha-Cha, sondern, hier den, der Jive. Jive ist halt auch noch voll gut. Obwohl, Jive ist eher so eine Hassliebe beim Tanzen. Ja, sonst, spiele ich hier gerade halt Battlegrounds, ne? Ach ja, genau, nochmal. Willkommen hier bei mir, Fancrowster. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Gerun. Das ist das Game Lab. Wir reden gerade total super über Pur. Passiert meiner Meinung nach viel zu selten. Aber ja. Und Servus, Tutti Geiler. Nein, Quatsch. So war es nicht gemeint. Das tut mir leid. Das war sehr schlecht formuliert. Und sehr fies. Aber ohne dich geht auch Party. Mit dir geht natürlich noch mehr besser, Party. So, jetzt, das war besser. So, ich bin im Boot. Ich bin bereit. Wir sind da. Ja. Wie geil. Nix Graf, trotzdem angekommen. Ja gut, wir könnten auch mit dem Boot hier umherum fahren. Wir können auch Gaugopol fahren. Mit dem Boot. Ist dein Recht der Sprit wahrscheinlich nicht. Das, da könntest du recht haben. Das habe ich nämlich schon mal mit Gucci-Fahrer ausprobiert. Oh, du hast den mal wieder getroffen? Cool. Ja, ich habe ab und zu auch mal wieder mit ihm gespielt. Cool. Hier, der Gucci-Fahrer, ne? Heißt der. Oder? Ja. Ja. Und jetzt hasse ich so sehr, wenn jetzt irgendwie drei Autos an uns vorbeifahren, jeder alle irgendwie einen Drive-By-Shot auf uns abgeben und uns killen. Das wird mich ja tierisch nerven. Hier ist ein M16. Ich verzichte. Achso, stimmt, ich habe nur AK-Munition. Geht mir genauso. Hier ist eine M416 im Gebäude. Noch eine M416. Da könnte man ja fast schon genug Munition haben dafür, ne? Mittlerweile dann.
Da ist eine Menge Muni. Hast dich wieder mal in mir versunken. Oh, hier war. Bist du oben auf dem Dach gewesen? Yep. Okay. Oh, Frag Grenade. Oh ja, Kowalski. Kowalski ist so ein weirdes Lied, ey. Kowalski. Da, 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 da. Wohin wollen wir? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Einfach zur Werkstattgarage da hinten, oder? Das hört sich gut an. Ich geh nochmal zur Hütte hier. Ja. Ich hab's sehr gern gezogen. Oh, vor uns sind Gegner. Yay! Vor uns sind noch mehr Gegner. Ja, Nordwesten. Ja, Nordwesten und im Osten. Da ist eine UMP drin, 9mm. Nö, interessiert mich nicht, aber danke. Ich habe meine AK und meine SKS. Ich will eigentlich nur mehr Munition dafür. Vermutlich hätten wir doch aufteilen sollen auf einer nimmt die 7er Munition und einer nimmt die 5er Munition. Wäre gut gewesen. Also ich habe die ganze 5er Munition mit, so ist nicht. Also wenn wir jetzt noch irgendwie ein M16 oder M416 finden, dann können wir das immer noch umsetzen, so. Wohin rennen wir jetzt aber, ist die Frage. Ja, einfach hier in den Wald hocken und warten, würde ich sagen. Okay, dann lass uns da zu den Containern. Okay, die. Tut mir leid, dass sie langweilig ist. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese komische Mauer. Die hat unten ein Loch, das heißt, man kann uns da in die Füße schießen. Und man kann nicht mehr drunter krabbeln. Gott, ey, ich hätte dich fast erschossen, Snacky, Mann. So, komm jetzt. Komm und tu's auf deine Weise. Oh ja. Ich aim mal die Brücke ab. Da könnten nämlich noch Leute kommen. Tu's auf deine Weise. Stimmt, ich könnte mal meine SKS durchladen. Hätten wir was davon, dass ich da mein Viererscope draufgeklatscht habe. Ach, Askir. Also es ist wirklich gute Musik, finde ich. Und es ist, ich glaube, es ist auch nicht nur hier irgendwie Nostalgie. Auch wenn es schon krass nostalgisch ist. Oh, und hier, Dings, dieses Lied. Immer wenn sie diesen Tango hört. Immer wenn sie diesen Tango hört, verliert sie. Jetzt geht's weiter. Oh, das. Glaube ich. Es ist halt grandios vor allem. Aber ich habe ja auch, ich habe ja nicht nur Dings gehört, pur, sondern halt auch Herbert Grönemeyer. Also ich habe tatsächlich Counter-Strike 1.6, zwar gegen Bots, aber halt sehr arg gerockt mit, Herbert Grönemeyer, sondern Udo Lindenberg. Hier Reeperbahn und was, und hier der, nicht nur Reeperbahn, sondern der Sonderzug nach Pankow. Oh, hinter uns Schüsse. Ja, bei der Brücke. Oh. Warte mal, ich stelle mich mal wieder in die Garage.
glaube, die kämpfen unten. Das kann sein. Nee, da Auto kommt da unten an. Das Drive-by-Shooting. Sollen wir die nehmen oder? Nee, die schießen auf hintere Leute. Die sind also auch auf derselben Ebene wie wir. Ja, ich sehe einen. Wo? Ah, der läuft zum Jeep. Nee, am Jeep vorbei. Ja. Einmal Hit. Noch einer? Wo? Die gleiche Strecke. Nee, ich glaube nochmal zwei. Ich sehe die gar nicht. Ja, der ist jetzt auch hinterm Haus. Ich glaube, das war ein Team. Egal, Dings, Bomben. Wir sind gerade in der Bombenzone, ne? Gleich. Ja, ich bin unterm Dach der Tankstelle. Aber Herbert Grönemeyer habe ich auch gehört. Also, lieber Chat. Ich habe sehr viel deutsche Musik gehört, tatsächlich. Man mag es mir nicht ansehen, aber man mag es mir vielleicht anhören. Ich habe viel deutsche Musik gehört. Oh, einer wurde im Haus getroffen. Oh, krass. Witzig. Ich glaube, eventuell sind die nicht im Haus, sondern der ist gerade oben aufs Dach gegangen. Und hat rausgelinst. Wir könnten sie pushen. Nee, pushen wäre nicht gut. Eigentlich sollten wir weiter rennen, weil wir haben nur noch 2 Minuten, ne? Ja. Dann lass hinten rausgehen. Okay, los geht's. Genau, der Udo Lindenberg. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin. Ach ja. Ich muss da was klären. Mit eurem Oberindianer. Ich bin Jodeltalent. Ach warte, ich glaube auf 60 Grad ist einer gerade, hat sich einer hingeworfen. Da sind, oh, da sind 2 Leute im Buggy. Dude. Ja. Ah, schade. Warum fahren die hinter uns, dude? Ist nicht cool. Oh ja, die fahren gerade parallel zu mir. Die halten gerade an und wollen mich killen. Ja, ich wechsle schon mal Scopes. Ich bin bereit, wenn die kommen. Die sind bei mir direkt vor mir. Also Richtung Südwest. Ja, ich sehe einen. Hassen? Ja, ich habe beide Alter, wie schön das war. Kannst du mich decken nach hinten? Weil ich muss mich gerade selber heilen. Weil ich glaube, da kommt gleich noch einer. Ich habe auf jeden Fall ein 8er Scope. Nice. Energy Drink. Ja. Shit. Ja, hier kommen. Hinter dir ist keiner, glaube ich. Ja, weil da sind ja noch die anderen beiden Compadres, ne? Das stimmt. Sind noch irgendwas? Ja, 7er Munition ist halt für dich saumäßig drin, ne? Jo, nehme ich. Oh, shit, Auto. Ja, Nordwesten. Ich nehme mal noch das 4er Scope hier. Ich nehme alles mit, was noch richtig ist. Hier ist noch ein 4er Scope. Ja, ich schmeiß mal den ganzen Krempel raus, den ich nicht brauche. Fuck ey, ich nehme mal die 1er Weste mit, weil ich habe noch gar keine. Hier oben ist der Buggy von denen. Könnten wir nehmen, ne? Oh, wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Fuck. Ja, nee, lass doch den Wagen nehmen. Oh, stimmt, ja. Oh, Gott. Ich bin schon wieder zu lange wach. Fährst du? Gut. Gerade, jetzt bin ich drin. Hit it! Oh ja. Ja, der Reichskanzler hat viel deutsche Musik gehört. Und keine Sorge, Van Krauser, das ist eine typische Frage, die man mir so stellt. Aber nein, ich muss leider enttäuschen, ich kann kein Chinesisch. Ich kann